Hallo und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! So, Hagen, wir haben diesmal mal keine Kiste, die uns jemand... Vom Baumarkt. Einfach keine Baumarktkiste, auch keine Kiste, die uns jemand einfach so geschickt hat. Freuen wir uns ja immer. Vielen Dank. Aber das ist jetzt eine, die habe ich tatsächlich gekauft. Ja. Und es sind auch keine PC-Sachen drin, sondern wir hatten es beim vorletzten Mal, glaube ich, angekündigt. Jetzt geht es um Amiga-Sachen. So viel wird verraten, was genau drin ist. Ich weiß es selber nicht mehr so genau, denn es war ein Konvolut, was ich da gekauft habe. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal. Dann ist dann jetzt erstmal Fun Facts. Fun Facts. Von wo kommt es denn? Ist es innerdeutsch, innereuropäisch oder innerglobal? Das kommt aus Deutschland. Okay. Ja, muss man ja fragen. Innerglobal und, ist ein geiles Wort. Und oder? Das ist schon, wie du siehst hier, also die Kiste ist bis aufs Maximum ausgereizt. Dann würde ich sagen, machen wir mal, komme ich da irgendwo? Ja, du brauchst einen Ansatz. Ansatz, da ging was. Ich finde es spannend, wenn er seinen Finger so nimmt und sagt, da geht was. Also da hat jemand jedenfalls ordentlich nicht gegeizt mit Klebeband. Da komme ich noch rein. Du siehst hier nur diese Brockenfliegen hier. So. Oh, guck mal, jetzt war es ja fast professionell. Ach, oh, herrlich. Ja, sehr oh, Wahnsinn. Gut. So, magst du das Kistchen dann mal drunter stellen? So. Ja. Und da bin ich jetzt auch selber gespannt, was wir da so finden. Ach, nö. So, und wir fangen an mit etwas von Psygnosis. Psygnosis Presents. DMA Game. Was war's? Lemmings. Ja. Das habe ich auch schon 30 Mal gebracht. Ich weiß, immer wenn ich Psygnosis sehe, es tut mir leid. Also, es ist Red Zone, kenne ich nicht, ist ein Vektor. Motorradspiel, würde ich sagen, oder? Genau, es ist ein Motorradspiel, rüsten Sie sich für das Rennen Ihres Lebens, Simulation von Motorradrennen, Vektorgrafik, das verspricht Geschwindigkeit und es ist so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie No Second Prize. Es war von Talion, war auch ein Motorradrennen, auch mit Vektorgrafik. Ich drehe mal rum, dass ich auch immer die Front sehe. Ah ja, gut, nice. PAL-Version, bisschen eingedrückt, aber das kann man wieder zurechtdrücken. Ist auch eine Diskette drin? Ja. Du hast auch gerade, ich habe auch gerade hingeguckt und so, okay. Also die Disk 1 ist zumindest da und da ist auch. Wenn man weiterguckt, sie klebt da so ein auch bisschen. Die Disk 2, okay. Ich werde das Handbuch mal reparieren. Ein bisschen etwas eingrooven. Warte, meine Frage, Bilder. Ist es vom Händler gekommen oder von... Ein Privatmensch, der seine ganze Sammlung hatte keinen Bock, einzeln irgendwie einzustellen, hat gesagt, ich kommt in Kisten und ab dafür. Na gut, das ist auch immer so ein emotionales Thema, ne? Wenn du da jedes einzelne Stück in die Hand nehmen musst und dein Herzchen so ein bisschen dran hängt. Also dir brauche ich das nicht sagen, bei dir ist das natürlich nicht so. Nein. Aber also mein Herzchen würde dann dran hängen und dann packst du es ein und das tut schon weh. So, und dann, also ich kann das schon nachvollziehen. Haben wir auch hier mit Maus? Ach, die geile Amiga-Maus, ich mag die ja. So. Tastaturmäßig. Es sind leider keine großartig da, so ein bisschen, aber ich glaube, da sind die Bilder auf der Rückseite cooler. Also zumindest sind sie in bunt. Ja, und so ein bisschen aussagekräftiger. Nee, genau. Leider. Also wie gesagt, ich kenne es nicht, aber ich versuche ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich versuche, also es gibt, glaube ich, insgesamt ungefähr 4.000, 5.000 Amiga-Spiele. Naja. Ich war nach grober Überschlagsrechnung zuletzt bei ungefähr 400. Also so 10% habe ich langsam. Und da wirklich alles irgendwie zu sammeln, ist schon ein bisschen aufwendig. Deswegen versuche ich mich herstellerweise durchzutasten. Und Psygnosis, da ist noch einiges vor mir, weil die haben irgendwie so 60 Amiga-Spiele rausgebracht. Aber deswegen da schön. Dann machen wir mal weiter. Was haben wir da? Dann haben wir BAT 2. BAT steht für... Wieso kommt mir das bekannt vor? Es könnte sein, dass das eine oder andere davon schon im Regal schon mal gesehen hat. Ist auf jeden Fall in sehr gutem Zustand. Der Dennis macht mir häufiger die Nase lang. Auf gute Zeit, wir stehen vor dem Regal und schwelgen in Erinnerung. Da nehmen wir euch nicht mit, sondern die Erinnerung gehört mir. Wir stehen da allein da und er macht mir die Nase lang, was er da alles Cooles hat. Was man ja also alles mal machen könnte. Kommen mir sehr viele bekannt vor, auch wenn ich die in meinem Leben nie gespielt habe. Also, a thrilling role-playing adventure. Bad, ich weiß nicht mehr, für was es genau stand. Ist jedenfalls der zweite Teil.
Und das hat auch, es hat Rollenspielsequenzen, aber es hat auch irgendwie hier so eine Art Flugsimulations Ich würde mit vier sagen, es heißt Büro of Flugsimulatoren. Astral Troubleshooters. Ah, genau, da steht's. Also irgendwas, so Science Fiction, 200 Bildszenen, realistisches System der Geräuschkulissen, Steuerung, Straßenschlachten, Strategie oder Arcade. Also es ist so ein Rollenspiel, Adventure mit Actionsequenzen, so kann man, glaube ich, sagen. Und es ist eines der Amiga-Spiele, die ein Hardware-Dongle brauchen. Ja, das heißt, Für den, Kopierschutz. für den, jetzt wollte ich gerade fragen, ob Ne? du das erklärst, für den, der, also ich kenne mich natürlich damit aus, aber Ja, für genau. denjenigen, der es nicht ganz so toll Du damit hast das auskennt. öfter sowas schon in der Hand gehabt früher. Genau. Also, das ist ein Hardware-Kopierschutz, geht an den Parallelport und da ist irgendwie ein Schaltkreis drin und wenn man das nicht hat, kann man das nicht spielen. Also statt Diskettenkopierschutz, Hardware-Kopierschutz oder man muss es halt cracken und ausbauen, aber Ich so erinnere für mich aber, das das. war nicht nur einen, den ich hatte. Ja. Ich habe immer gelitten, weil mein Amiga hintenrum ja sowieso schon so voll steckte. Und das Das hat dann es auch nicht noch, ja. besser gemacht. Also, So, hier mal noch ordentlich. Was ist das hier? ihr kennt hier verkehrte Nachtrag Welt. zur Amiga-Fassung. Diese Fassung Oh, funktioniert oh, 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 oh. nur mit einem Zentralspeicher von mindestens 1 Mo. Ein Mo? 1 Mo, wahrscheinlich 1 Megabyte, ist gedacht. Ein Monster-Megabyte. So, 5, 1, 2, 4, 5. Und die 3 musst du selber in die Hand nehmen. Dann guck du doch mal währenddessen die Handbücher an. Du, ich habe es nur ganz kurz, dann Was flog ist mir das denn? Metallding fast um die Ohren. Ich habe gesagt, ich fasse es dann Nö, nicht weiter alles an. ist in Ordnung. Ah, dieser Geruch von Moder und Keller. Yes. Hier ist die Szenariokarte. Heft. Whatever. Gibt es auch Bilder? Vielleicht sind da Texte zum Nachlesen oder Das sowas. ist auch so. Hier gibt es zumindest das Kapitel 2. Oktober 2179, Raumstation Pegasus 7, Sitz des BAT. Eric Chance. Wie spricht man denn Chance aus auf Französisch, wenn das das Bureau of Blablabla ist? Bureau ist Englisch. Aber doch nicht of Federal Transportation. Bureau of Investment. Investigation, ich weiß, aber da gab es, das hatte so Astral, sonst irgendwas. Astral Travel. Das sah nur so aus, durch Das dieses sah nur Astral so auf Kurs, französisch es sah aus. durch dieses Kursiv und das Ding. Ja, ist okay. Eric Chance, ein begabter Inspektor des BAT, wartet darauf, dass man ihm die Güte erweist, in das Büro seines Vorgesetzten, Bon Topic, einzutreten. Oh, die Namen, Dennis, das ist ja spitze. Eric Chance und Bon Topic. Das ist ja herrlich. So einen Namen könnten wir uns auch überlegen. Ja. Geilomato. Genau, hier ist noch Quick-Referenz mit Ladeanweisung und das Spiel beginnt wie folgt. Sie kommen am Astroport von Shelshon an. Sie müssen so schnell wie möglich Kontakt mit Sylvia Hartford im Herrenhaus von Mantua aufnehmen. Ich sag doch, die Namen sind geil, Oma. Lalalala. Dann ist hier mit Flugsimulator-Steuerung und Via Express und es ist schon, es klingt irgendwie komplex. Hat auch ein saugeiles Booklet. Und da für die damalige Zeit ungewöhnlich, ganz viele Leute, die Mit mitgemacht Foto, haben, mit ne? Foto. Das heißt, die da Hirnschmalz reingemacht haben. Das sind schon, also 8 Leute bei so einem kleinen Projekt ist Ja, guck mal, schon. hier Programmierer sind schon ein Ja. paar. Ja, das ist schon, da wurde schon mit richtig drauf gesagt. Guck mal, der Dominic Bure oder wie auch immer, wenn ich ausspricht, Der hat gar kein Foto. der hat es als Bit nicht mehr drauf geschafft, Aber Hügel. wenn du mal guckst, die jungen Kerle hier. Also, da würden wir schon zum Alteisen gehören hier. Also, er Ja. sieht aus, als wäre er gerade 16. Ja. War damals ja auch nicht ungewöhnlich. Heute ist er nicht mehr 16. Ja. So, das, also ein interessantes Action-Rollenspiel. Rede ruhig weiter, ich Der habe erwartet kurz. immer, dass ich auf solche Sachen dann irgendwie reagiere oder Nein, nein, so, aber nein, ihr sollt ja ich noch. hab gerade mit mir selber und dem geneigten Zuschauer über die Schenkelklopfer meines Lebens hier. Ist alles gut. Fire and Brimstone. Ich habe noch nie davon gehört, von Aber Fire Microprose. and Ice hast du. Firebird, ja, das war ja von Andrew Braybrook, glaube ich. Da haben wir auch schon mal die Weihnachtsversion gespielt. Also, das sieht mir irgendwie nach Handbuch in Deutsch. Zombie-Apokalypse aus. Ah ne, es sind keine Zombies, es sind Drachen. Drachen. Zombie-Drachen-Apokalypse. Also, Feuer und Schwefel ist die wundersame Geschichte einer Reise in die Abgründe des Bösen. Das Abenteuer von einem, der auszog, die sengenden Flammen der Hölle für immer zu ersticken. Da unten gibt es Feature. Altnordisches Königreich steht in dem Fluch der unseligen Hel.
Göttin von Nilfheim und Vertreterin der schwarzen Künste. Da kommt, glaube ich, das englische Wort Hell auch her. Von dem die unselige Hehl? Genau. Ah, cool. Ich meinte. Die haben überhaupt keine Ideen auf eigene Wörter, oder? Ja, Wahnsinn, unglaublich. Also jedenfalls ist es ein Action-Jump'n'Run mit Zaubertränken und Schlüssel. Das erinnert so ein bisschen an Death Trap irgendwie. Mhm, ja, das habe ich gerade auch gedacht. Gute Erinnerung an Death Trap. Den zweiten Stern musst du bitte lesen, weil das sind Feature. Verblüffende Grafik, mitreißender Sound, komplexe Handlung, die den Spieler absolut fesselt. Ja, dann sind wir mal absolut begeistert. Von Microprose. Beziehungsweise das ist von Firebird, das ist von Microprose. Fascinating. Ja. Ist da auch das richtige Spiel drin? Es sieht gerade nicht so aus. Doch. Ah, ist es. Ist aber also da eine ist falsche Innenschachtel dann. Keine Ahnung. Aber der Katalog hier ist von Microprose. Also wahrscheinlich irgendwie in dem einen Land so, in dem anderen anders. Hier ist noch Produktliste. Ich glaube, die haben wir schon mal irgendwo in einem Spiel mal gehabt. Das sind lauter Spiele, die ich nicht kenne. Weird Dreams mal gehört. M1 Tank Platoon hatten wir schon mal. Rick ja. Dangerous Pirates. Okay, ein paar kenne ich doch. Dann haben wir die Kundenkarte. Wenn Sie anrufen, nennen Sie diese Nummer. 75039. Helpline 06134. Das ist hier in der Gegend. Mainz-Kastell. Wiesbadener Straße 89. Ich glaube, die sind da nicht mehr, aber macht ja nichts. Thors Reise in die Hölle. Guck mal, das Bild mit dem Hammer. Guck mal, das Bild. Das sieht aus wie, setz dich mal dahin, zeichne mal was, wir brauchen was fürs Handbuch. Wahrscheinlich war es genau so. Ja, so sieht es so ein bisschen so aus, oder? Aber ist doch hübsch. Ja, ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber es sah jetzt so ein bisschen so aus. Heute wird es überhaupt nicht mehr ins Layout kriegen, so. Lauter Monster, aber die sind so klein, die sieht man, glaube ich. Also es ist ein typisches so 90er-Layout, das würde man heute auch anders layouten und so. Also da hat, glaube ich, mehr so, die Programmierer haben auch mal ein Handbuch gemacht irgendwann. Thor oder Dona, der Gott des Donners. Ja, heute noch verewigt im Donnerstag. Jetzt gucken wir nicht so an. Hm? Also wirklich, das mal so, also es gibt so gewisse Sachen, die weiß auch ich. Die weiß man einfach. Ja. Okay, und das ist nochmal eine Tochter nach ihm benannt. Also muss es ja, also so ein bisschen musste mir ja schon. So, dann mal eine Sicherheitskopie. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Safe State ist. Das könnte auch sein. Ich glaube, bei solchen Spielen gibt es keinen Safe State. Das spielt man einfach an einem Tag durch. Oder bei Turrican kannst du auch nicht abspeichern. also. So. Turrican willst du ja auch durchspielen. Wir haben ja schon mal das eine oder andere Mal einen Flipper gespielt und hier ist jetzt Pinball Prelude. Prelude. Der gehört aber in keine Reihe, oder gehört er in irgendeine Reihe? Prelude klingt so ein bisschen so eigentlich. Nee, also ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob von denen noch ein anderes erschienen ist. Gehört aber, ich sehe es nicht von 21st Century Entertainment. Mhm. Sondern von Effigy. Effigy. Und es gibt Past, Present und Future. Mit einem Fragezeichen. Jawohl. Das klingt nach, sie wussten, die Schachtel musste gedruckt werden, das Spiel war noch nicht fertig. Ja, interessant. Ja, aber sieht irgendwie ganz interessant aus. Hier so mit Dinosaurier, da musste ja damals, und was ist da drauf? Satellitenschüssel und so. Ein Fußballtisch. Irgendwie klingt interessant jedenfalls. 79 Mark hat es mal gekostet. Und das Handbuch fehlt. Dabei wissen wir doch alle, dass bei einem Flipper das Handbuch aussagekräftig ist. Future, Present, Past, es gibt übrigens ganz viele, es gibt ganz viele Tische, Dennis. Nein, das sind die einzelnen Features, die da drauf sind. Nee, die Features sind die hier unten. Hm. Oder? Aber nee, Skull Multiplier klingt nach mehrere. Das sind die sind in allen Tischen und die sind unterschiedlich. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ja, hast recht. Ja, weil da Fast Food stand, das hat mich verwirrt. Fast Food? Ja, Fast Food Bonus. Ja, heute. Ja, Mobile Phone. Da gab es schon Mobile Phones damals? Interessant. Ja, ich glaube, von wann ist denn das? Es ist von 95. Dran. Ja, da ich war hatte das schon gang und gäbe, so ein Smartphone. Smartphone nicht, 97 hatte ich mein erstes Handy. Ja, genau, noch mit. Das gehörte ich aber noch zu den ersten. Das erinnert mich immer an diese geile Werbung, wo sie da verarscht haben und so auf Jamaika, wo der eine Typ so, hallo, 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 hörst du mich? Und irgendwann steht er so mitten im Meer und schreit so, hörst du mich jetzt?
Er hört mich! Und es ist vollkommen egal, was sie telefonieren, aber er rennt erstmal quer durch die Bude und steht dann, oder quer über die Insel und steht dann irgendwann im Wasser. Das ist einfach nur lustig. So, hier haben wir ein Spiel, über das wir nicht sehr viel sagen werden. Wir zeigen euch einfach mal die Schachtel und ihr könnt euch selber was dazu denken und wir werden keinerlei Aussage zu der Qualität des Spiels treffen. Es ist Mortal Kombat 2, ein Prügelspiel. Und da werden wir euch in ein paar wenigen Jahren mehr dazu erzählen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kriegt der die Kurve jetzt? In ein paar wenigen Jahren, Ich jawohl. glaube, 2, 3 Jahre müssen wir noch warten oder sowas, bis wir da, Bis wir da angekommen sind, wo wir genau, angekommen sind, bis wir ja. da drüber reden dürfen. So, was ist das denn hier? Da ist noch das Butterbrot. Solange ich sage, da ist es noch drin, bin ich zufrieden. Es fühlt sich wie Disketten an. Darfst du doch mal in die Luft, wenn die Tüte runterfällt und die Disketten oben bleiben, weißt du, dass es welche sind. Ah, nee, umgekehrt. Galeria Kaufhof. Hof. Ah. Ja, du wolltest doch wissen, dass das in Das sind noch Einzeldisketten. Er stimmt. Er hatte gesagt, er hat irgendwie noch so Einzeldisketten. Einmal Amiga Extras. Space Ah, guck Quest mal da. 2. Circus Attractions. Rock'n'Roll, Antarctic Adventure, Maniac Mansion, Disc 1 und 2, Das ist gut, ja. eine Sicherheitskopie von Super Hang-On, das ist übrigens ein Motorradrennen. Das steht drunter. Das Ja, war das nur ist Mr. Großkotz. Und World Cup. Das klingt wie. Sensible Ah, Soccer Soccer. World Cup 94. 1 von 8, 2 von 8. Ja, hier ist diese Kette 2 da Nee, das davon. ist Space Quest 2. Achso, das ist Space 2. Ich dachte, das Ja. war da so eine fette 2 prangte. So. I don't know. Vielleicht tauchen ja die anderen 6 Disketten irgendwo nochmal auf. Aber da jedenfalls sind noch Bonus quasi, einzelne Disketten. Das ist immer mal schön zum Vervollständigen oder so. Mach die da unten drunter. So, da. Jawohl. Dann machen wir nochmal weiter mit etwas von Psychnosis. Amnios. Alive and Killing. Das ist Shooter, irgendwas. ein Horizontal- oder Vertikal-Shooter. Jedenfalls ist es ein Shooter, so ein Shoot'em-up. Dringen Sie in die lebende Hölle von Amnios ein, kontern Sie mit Ihrem relativ kleinen Raumschiff Lose, lose. die gnadenlose Macht von 10 lebenden, atmenden Planeten. Muss schon lesen, was da steht. Ach, aber eben, Im weißt du, wo der denn? waghalsigen Versuch, Ihre gefangenen Glaubensgefährten zu retten. Wie heißt denn das eigentlich richtig? Pick up indigenous DNA? Nee, da, ne? Counter your Comptraft diminutive ship against the merciless might of 10 living, breathing planets in an audacious endeavor to rescue imprisoned members of your own persuasion. Macht Nicht nicht viel besser. besser. Lesen Sie Sammeln auf Sie Spanisch, da klingt's einheimische fett. DNA und verwenden Sie es zur Herstellung noch besserer Waffensysteme für Ihren pestilenzialischen Auftrag. Vergessen Sie den anderen Quatsch, hauen Sie rein und retten Sie die Vergessen Sie Welt. den anderen Quatsch. Pestilenzianischen. Ja, also jedenfalls ein Action-Game. Also die haben das mit Liebe gemacht, die Programmierer. Dass Ja. sie auch die Übersetzung gemacht haben, war vielleicht nicht ganz so wichtig. So, da haben wir 2 Disketten. Amnios. Dann gibt es hier, guck mal, da ist ein Monster-Flyer, Oh, Dennis, Creature-ID-Card. ich will auch mal einen Monsterflyer machen. Wir haben nur normale. Dann müssen wir mal irgendwie was mit Monstern machen. Ah. Schenkelklopfer, Die Registrierkarte ist noch drin und hier das Handbuch Amnios. Darf ich vorher ein sehendes, lustiges Ding, was ich hier gerade gesehen habe? Also, das ist ja der Monster-Flyer. Ja. Und da sind die ganzen Monster definiert, die es so gibt. Und interessant finde ich die zentrale Figur. Humanoid. Na, ist eine Frau. Ja. Monster-Flyer in der Mitte ist eine Frau. Interessant. Nicht lustig. Interessant. Du bist so ein Spießi manchmal. Unglaublich. Es ist auch nicht das Mutterschiff, sondern das Vaterschiff. Bringen Sie sie in Ihr Vaterschiff, um die Rettung zu vervollständigen. Vergessen Sie nicht, dass je nur ein Humanoid von jedem Vaterschiff transportiert werden kann. Ja, Ich Lost in sagte, Translation. die Programmierer waren highly motivated. Ja. Ja. So, dann machen wir hier. Also, zweites Psychnosis-Game. Sau cool.
Dann, wir spielen ja immer mal Elite Dangerous. Nein. Das hier ist Elite 2 Frontier. Hat ganz hübsche Grafik und sowas und mit Missionen. Aber die Steuerung, die war einfach dermaßen von, es geht gar nicht. Ja, du brauchst einen Undock-Computer. Nein, du kannst noch nicht mal kämpfen. Also du fliegst auf den Gegner zu, gibst einen Schuss ab und dann bist du weg. Also da ist nichts mit Dogfight. Es geht einfach, also ich habe es probiert, es geht nicht. Ich dachte nur, landen wäre scheiße bei dem. Nee, landen ist noch einfach. Okay. Raumkämpfe sind unmöglich. Also da haben sie ein bisschen zu realistisch. Ja, also ich würde, also es ist, wenn die Kämpfe schöner wären, dann wäre es ein richtig gutes Spiel. So ist es nur ein gutes. Besser als Elite. Ein Kunstwerk. Steht noch drauf. So, dann hier. Lass mal. Gucken. Da sind die zwei Disketten. Und das ist sehr schön. Und du könntest es dir einrahmen und in deine Räumlichkeiten hängen. Weil das hilft wirklich weiter, wenn du ein super geiles Raumschiff auf einem Sternenkarte. Dings. Ja, genau, du hast eine Sternenkarte. Also sprich, lauter bunte Punkte auf einem blauen Blatt. Großartig. Das ist super. Ich dachte ja, da wäre wirklich so ein Raumschiff, so eine Cobra MK2 hier ist die oder Sternenkarte. So. Irgendwas saugeiles Ding. Ich halte es nochmal da in die Kamera. Man sieht, dass man nichts sieht, denke ich. Ne? Man sieht blaues Weltall. Denn Weltall ist ja, sind wie wir eigentlich, alle wissen, sind die blau. Von Elite Dangerous, sind die eigentlich die gleichen Systeme wie das hier? Müssten theoretisch, zumindest in Teilen. Also wenn es so um die Erde geht. Ja, um die Erde ist ja klar. Aber wo ist denn hier? Ich weiß es nicht. Findest du hier irgendwas? Guck du mal. Also hier ist zumindest die Kurzreferenzkarte. Dann gibt es das Handbuch auf Deutsch. Das ist auch gelesen, das merkt man. So ein bisschen... Strahlenleser, Pulsleser, Kapitel 3, Kampf, Landen, Docken. Da kann man ja auch konnte man das erste Mal auf Planeten runter und so. Letzter Wille und Testament. Also ich muss zugeben, beim direkten drüber hier fliegen. Raumschiffklassen. Sehe ich nichts, was bekannt vorkommt, aber ich habe auch Terra nicht gefunden. Also insofern ist das jetzt keine. Die Anaconda kennt man, die Edda, Cobra MK3. Boa Constrictor, nee, Boa Explorer, Falcon, The Gecko, Kreid, Lifter, Sidewinder, Python. So, dann haben wir hier noch die Stories of Life on the Frontier. Das ist der zugehörige Roman auf Deutsch. Sogar richtig, wenn ich das mal so erwähnen darf. 90 Seiten ist schon ordentlich. Also wenn wir mal Elite spielen, dann kann ich ja die Vorgeschichte vorlesen. Das, wer gerne vom Dennis was vorgelesen haben möchte, wie der kann denn? Hexuma. Da habe ich nämlich auch die Vorgeschichte in lockeren anderthalb Stunden vorgelesen. Und das ist jetzt hier noch das Lexikon, das Ortslexikon, kurze geschichtliche Zusammenfassung und so weiter. Also haben sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Aber wie gesagt, diese Raumflugsteuerung, insbesondere in den Raumkämpfen, zu viel Realismus ist dann manchmal auch nicht gut. Der geneigte Zuschauer, habt ihr das auch gespielt? Habt ihr das auch so empfunden? Also ich bin nicht so der Elite-Zocker damals gewesen. Ich gebe das ehrlich zu. Also war nicht so meins. Mir war das zu knuddelig. Ist euch das auch so gegangen mit dem Fliegern und Ballern? Oder war das nur Mr. Zwei linke Daumen am Kontrollding, der hier rumgeflogen geballert hat? Es lag nicht an mir. Aber ihr könnt gerne mal eure Frei Erfahrungen nach dem Motto, da das Problem sitzt immer... Vor dem Monitor. Genau. Ja, da. So, jetzt finde ich keine gute Überleitung, deswegen gucken wir uns jetzt einfach Monkey Island 2 LeChuck's Revenge an. Revenge, ja. Das wäre die Überleitung. Revenge. Revenge. Ja. Wir spielen ja jetzt nacheinander die ganzen LucasArts-Spiele. Mhm. Da kommen wir auch dazu, aber da kommen jetzt erst nochmal andere dazwischen. Mhm. Aber in wenigen Jahren werden wir auch da bei Monkey Island 2 dann sein, komplett in Deutsch. In wenigen Jahren, finde ich, das klingt so nach, es dauert nur eine halbe Stunde, es dauert genau. Nur noch wenige Jahre. Noch wenige Jahre. Ich dachte, ich wäre den Geisterpiraten ein für alle Mal los. Falsch. Wie oft kann denn der aufgedunsene Kerl noch sterben? Die anderen Piraten sagen, ich sitze in der Falle. Wenn LeChuck dich tot will, dann bist du tot, heißt es. Legenden sagen aber, dass der Schatz von Big Whoop geradezu magische Kräfte freisetzen soll. Ich muss ihn finden.
wundervolle Chuck mich findet. Das finde ich cool. Er ist böse. Er ist mächtig. Er ist wieder da. Genau, großartige Grafik, großartiges Spiel, kontroverses Ende. Ja. Ist so, aber mit das ist schlanken 11 Disketten. Ja. Ich zähle mal gerade durch. Kannst du mal gucken, was da noch so drin ist? Oh, das. Wheel of Fortune, muss man jetzt eigentlich sagen, bei jedem Piratenspiel. 8, 9, 10, 11. Voodoo Ingredient Proportion Dial. Das ist aber nicht genau die Variante. Also ich hab das Spiel schon, aber in meiner ist das nicht rot hinterlegt. Das ist jetzt noch die verschärfte, damit du es auch so nicht fotokopieren kannst. Na klar, du schiebst einfach immer eins weiter, machst immer eine Kopie. Ja. Und das geht damit jetzt eben auch nicht mehr. Dann muss man es doch abschreiben. So, dann haben wir hier noch drin. Wenn du vorhin überlegst, es sind 3, 6, 7 Möglichkeiten pro Ding. Ja, ich war kurz abgelenkt. Genau, das ist rausgekommen. Das ist die Version, ist erschienen, als es schon den 1200er gab. Ah ja. Da musste man nämlich Caches deaktivieren und sowas. Dann haben wir das Handbuch, das aber relativ schlank überschaubar ist, ja. Ja, ist auch relativ einfach. Dann haben wir die Software-News, das was für ja, den Wagen. Ja, ja. Was kommt ihr auf Anhieb? Was ist, wer ist SirTech? Wizardry. Wizardry 6 von Amiga. Lange Zeit habe ich auf Wizardry 7 gewartet. Beim Hagen habe ich es auf dem PC gesehen und im Intro von der PC-Version steht, wer die Amiga-Version programmiert hat, die nie rausgekommen ist. Ja. Ich habe es gemacht. Kann ich nicht. Ich kann nichts dazu sagen. Es ist ja für den Amiga nie erschienen. Babam. Bestellkarte. Was sind das? Produktübersicht. Hit the Road. Auch sehr schönes Spiel. Ja. Genau, da ist Wizardry 7, bist du das? Crusaders of the Dark Serpent. Ja, ja, genau. Amiga-Referenzkarte. Burning Steel, das hatten wir doch irgendwo, das haben wir doch schon mal in der Hand. Das ist auch noch was, was mich ein bisschen juckt. Sowieso viele Sachen. Schiffssimulator. Da, Eye of the Beholder 3. Ja, du nimmst mir auch jeden. Total. Ich habe gerade schon Luft geholt, um so zu schlagen. Ich will einfach schneller reden. Ja, ja, ja. Wir haben hier noch die Kiste. Eye of the Beholder, Assault on Mythrenna. Allerdings nicht mehr von Westwood. Ja, trotzdem ein saugeiles Spiel. Habe ich auch durchgespielt. Genau, wenn wir mal mit Bard's Tale durch sind, können wir ja vielleicht mal Eye of the Beholder spielt sich gut weg. Das muss man sagen, ja. Das sollte dann auch schneller gehen als. Ja. Auf jeden Fall Monkey Island 2. Sehr cooles Spiel. Ja, ab und weg und weiter. Ja, was haben wir noch? Oh, es sind ja nur noch eine halbe Stunde. Machen wir mit anderen Adventure-Sachen weiter. King's Quest 3, To Err is Human. Also, erben ist menschlich. Mhm. Ach, guck mal, hier mit Frau Sierra. Roberta Williams, genau. Ja, sagst du auch jedes Mal und ich vergesse den Namen jedes Mal. Ja, da steht's doch. Roberta Williams ist der Designer. Du weißt doch, dass in der Druckgröße ist es schon in meinem Alter vorbei. Also da sieht man, es ist halt King's Quest relativ früh erschienen und da war die Grafik noch so in dem Entwicklungsstadium überschaubar. Mhm. 500.000 verkaufte Exemplare. Sie hat unterschrieben drauf. Ich musste eben reinplappern. Ich musste rein, da steht bei Roberta Williams. Die hat 500.000 hat die unterschrieben, Dennis. Das da brauchst du mal, aber weißt du, Tinte. Ja, unglaublich hier. So, King's Quest 3, Disc 1. Gibt es da auch eine Disc 2? Jetzt ist mir da reingefallen. Was ist da denn für Sachen? Ist nicht im Handbuch zumindest versteckt. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es ein oder zwei Disketten hat, aber ich habe es ja nie gespielt, gebe ich zu, aber ich würde sagen, das hier ist der Kopierschutz, weil in fieser blauer Farbe geschrieben. Ja, klingt immer so verdächtig. Mhm, und es sind Ingredients, die man dann aufschreiben muss, die durchnummeriert sind und so. Ja. Sonst leider keine Bildchen, aber ein schönes Handbuch. Wertiges Papier, auch genau, guter Druck. Bildchen haben wir ja hier so. Wirklich schön, haben sie gut gemacht hier. 1986. Ist das eigentlich, das ist ja King's Quest 3, Disc 1. Muss ich mal irgendwie gucken, ob das noch eine Disc 2 hat oder so. Keine Ahnung. Lass mich jetzt nicht fragen. Ja. So sagen wir ihn nicht. Du fragst mich immer so krank. Jetzt mach doch mal Druck, Dennis. Das kann ja gar nicht wahr sein hier. So, Rise of the Dragon, deutsche Version. Was sagt mir das? Es könnte sein, dass wir es schon mal ausgepackt haben irgendwo. Ich wollte schon, es kommt mir bekannt vor, aber es hat. Ach, guck mal hier eher. Ich glaube, genau den hatten wir. Wir hatten, glaube ich, die PC-Schachtel hatten wir in der Hand, wo wir über den Herren schon mal gesprochen hatten.
Und Rise of the Dragon ist, glaube ich, ein, genau, Zukunft, Cyberpunk 2053, The Age of Decay has begun in the City of Los Angeles. Point and Click, 8 Megabyte Grafik, deutsche Version, contains adult subject matter and strong language, recommended for mature players. In strong language. Und es braucht Kickstart 1, 2 oder besser. Steht drauf. Ja. Mit einem MB. Ich finde es cool. Bei dem einen hieß es ein Mo, dann heißt es ein MB, hier heißt es ein Mac. Okay. 4, 5, 6, A Blade 7, Runner Mystery 8, steht übrigens 9, drauf, 10. dass die das sagen durften. Nein, da steht A Blade Hunter Mystery. Okay, man kommt halt in so ein Alter. Ist ja gut, ist ja Genau. gut. Das ist A Blade Mystery. Ich würde mal sagen, das war auch Absicht. Genau, also das hat 10 Disketten. Manche einen, zwei hatte ja 11 Disketten. Dann haben wir hier noch, war das nicht der Comic? Ich glaube, Genau, das ist der Dennis, das kommt Comic. mir saubekannt Ja, vor. wir haben das für PC, haben wir das erst ausgepackt gehabt. Und das Ich ist jetzt glaube, halt die Amiga-Version. da switchen wir jetzt mal schnell drüber, Ja. wenn da alles drin ist und Auf wir es hier jeden gerade Fall etwas, rausnehmen. was wir uns irgendwann auch mal noch angucken müssen. Wie hast du das vorhin gesagt? In wenigen Jahren. Ja. In wenigen Jahren, das klingt so. Das klingt, als wäre das der nächste Spruch, weißt du, so. So. Irgendwann komme ich so, oh Dennis, ich bin so Wenige müde, Jahre ich bin so später. müde und du so, in wenigen Jahren sind wir fertig. Genau. Dann machen wir mal. Hier haben wir noch ein Handbuch, das Amiga 500 Handbuch. Wer kennt das Ja, nicht auswendig? Also ich bitte genau. euch, da brauchen wir ja gar nicht aufblättern. Machen wir weiter mit Oh, einem ich hab gesagt, nee, Rollenspiel. Schicksalsklinge. Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge, Ja. eine Welt voller Abenteuer, Ja. Torval, der äußerste Nordwesten, Aventuriens. Du hast, Hagen, was sagt dir DSA so? DSA, also der geneigte Zuschauer wird ja den Markus von Retro Today auch kennen, Ja. welcher mich regelmäßig als DSA-Meister quält. Wir spielen da, also ich hatte mal einen Torvaler und jetzt spielen wir derzeit in Andergast, was auch an Torval grenzt. Rollenspiel, Pen and Paper, hier natürlich die Umsetzung als Computerspiel, aber eine gut gemachte, muss man sagen. Genau, auch von Attic, einer deutschen Ja. Firma. Guido Henkel war, glaube ich, der Mann hinter Attic, wenn ich mich richtig Aber entsinne. es ist wirklich, also es wäre ein gut gemachtes Spiel für ein Ja. Pen and Paper Rollenspiel. Wir kennen alle andere Beispiele, aber das ist wirklich ein gutes, ja. Ich erinnere mich noch an die Zaubersprüche und so weiter. Und es war so Kämpfen im ISO 3D. Ich hatte das, als ich im Urlaub war und die Festplatte nicht dabei hatte, hatte ich das gespielt mit. Du hast immer anhand der Diskette, die du im Kampf als nächstes einlegen musstest, erkannt schon, ob der Zauberspruch gelungen Ja. war oder nicht. Ja, aber es Eins, war zwei, schon. drei, vier, fünf, Also sechs, mir hat es sieben, sehr viel acht. Spaß gemacht, muss man Also sagen. ich habe den Dungeon in Torval habe ich komplett durchgemacht, dann bin ich auf Reise gegangen und dann war es irgendwann, dann bin ich nicht mehr so wirklich Ach, guck weitergekommen. mal, hier ist sogar eine Karte von Dere. Weißt du, wenn ich jetzt hier schon Überleg, einen ob ich die irgendwann mal. abstinke über Andergast, dann muss ich jetzt wenigstens auch mal aufklappen. Mal gucken, ob es drauf ist. Hier Weißt du, für ins den muss ich Ozean. jetzt wenigstens noch bringen. Warte mal, lass mal gucken. Also hier oben ist Torval. Da. Ah, da ist der Steineichenwald. Ich muss jetzt mal so, dass ihr da oben natürlich auch was seht. Da ist der Steineichenwald und hier ist Andergast. Und da sind wir gerade unterwegs. Ich hatte doch auch mal einen DSA-Charakter. Was ist aus dem eigentlich geworden? Ich glaube, Ich habe ihn nicht wir umgebracht, haben also einmal gespielt und dann. da musst du dich nochmal beschweren hier. Ja, Also man unglaublich. muss dazu wissen, dass der Markus das mit einer hochgradigen Akribigkeit und also ein wirklich sehr gutes Rollenspiel macht. Ja, da gibt es auch manchmal plötzlich Hörspiele oder sowas, die. Der geneigte Spieler bei uns und Zuhörer kennt natürlich auch die verschiedenen Soundschnipsel und Musikstücke, die zum Teil von Markus, zum Teil von Jan, zum Teil von Markus sind. Und der Markus hat ein Händchen fürs, wie sagen wir, Auditive, wie heißt das? Auditive? Heißt, gibt es? Auditive, Auditive also. ist, glaube ich, was anderes, also für den Ton. Ja. Und das führt dann dazu, dass wir zum Beispiel, also das Geilste, was ich bisher hatte, war, er wollte uns in eine tiefe, dunkle Höhle stecken, hat uns deswegen jedem einen Kopfhörer aufgesetzt, hat gesagt, so, hat das Licht gedämmt, und zwar richtig übel, und hat dann erst Wassertropfen gemacht
Und dann alles, was wir gesprochen haben über Mikrofon, als Hall zurückgegeben. Das heißt, du hast da gehockt, hast gesagt, so, wo gehen wir denn jetzt hin, 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 hin? Und du hast alles in diesem Hall, währenddessen die ganze Zeit. Das ist schon Und das, wenn du das verschärft. wenn du das 2 Stunden gemacht hast, dann ist dir kalt, dir ist dunkel Hat er und du nicht auch willst noch nur so einen noch Ventilator raus. mit und so? Eine Nebelmaschine hat er auch noch. Also, Ja. das ist schon, das war bisher das absolute Highlight. Also, er macht natürlich auch Tonaufnahmen, da auch mit Ja. Leuten, die wir auch kennen und so. Die sind auch absolut spitze, aber dieses emotional-psychischer Druck mit einfachsten Mitteln, also perfekt, so wie bei Die Vögel damals, du erinnerst dich noch persönlich, Alfred Ja. Hitchcock. Genau, wo alles, wo es keine Musik gab, aber die Ja. Vögel waren beim Synthesizer gemacht. Ja, also der konnte das auch mit Tönen arbeiten und Markus hat da auch den Drive und wenn das dann noch zum Rollenspiel passt. Oh. Wenn ihr übrigens uns gerne mal zuschauen würdet bei einer Ja. Pen-and-Paper-Rollenspiel-Session, dann schreibt doch mal Kommentar, und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwann in wenigen Jahren mal, aber wir müssen natürlich, es muss natürlich, ihr müsst das natürlich auch wollen. Ja, Ja, weil aber sonst. ich, also eine Sache muss man da dazu sagen, damit ihr nicht enttäuscht werdet. Ich habe ein Problem bei der Sache. Meine Du Mitspieler bist. sagen immer, ich spiele mich selbst. Es ist halt ein Problem, ich spiele Ja. halt, das ist halt so. Ja, also wenn ihr da erwartet, da den noblen Krieger von mir zu kriegen, das wird nichts. Das kann er jetzt schon sagen. Super, Vasa. Ich Früher habe haben wir. schon alles, einen glatzköpfigen Dicken, was natürlich weit entfernt Ja, von, das ist. ist ja weit entfernt von allem, ja. Dann so einen Grunzenden. nordischen, grunzenden Ja, wir irgendwas, haben früher Klopper und viel so. Mittelerde-Rollenspiel gespielt. So, bevor wir jetzt, Ja, bevor wir da wir jetzt hier verschwätzen haken, uns denn. wir Ist haben noch jetzt eine Arbeit um. halbe. So, Bubba Ja. and Sticks ist ein schönes, cartooniges Puzzle-Jump'n'Run. Du spielst Bubba, das ist der da. Ja. Und Sticks ist ein Stock, Der auf dem den Bild nicht so man. zu sehen ist, da. Da ist er. Und den kann man dann einsetzen, um damit irgendwie zu schlagen und zu sprengen und sowas. Ich habe es mal angespielt gehabt und das ist, es ist witzig. Aber es hat sich bei mir auch, also Nicht festgefressen, ich habe es nicht okay. viel gespielt, aber es ist eins, was eigentlich schade ist, dass ich es nicht mehr gespielt habe. Also es hat erstmal, es war witzig und hat Spaß gemacht und ich muss es mal, Ja. der Klebstoff Du hat den Klebstoff, ich ausgegeben. da, Nee, lass den mal mach ich doch da, jetzt voll nicht. Panik. Du mal, wenn du das Ding da kaputt machst. Ja, du musst Jetzt einfach geht's nur nicht mehr mal auf, jetzt hier geht's nicht mehr auf, haken. Dennis, Panik. Meine Güte, hier. Panik, jetzt geht's nicht mehr. Sonst wolltest du da oben drauflegen. Du hast Disketten. Ich Genau, habe da das ist Handbuch und die irgendwie, Schachtel ist da ist hier, steht leer. was drauf. Aber es sind jedenfalls zwei Mal gucken, Disketten. dass ich halt schon die ganze Zeit. Man sieht hier überhaupt nichts Das ist mehr. hier alles so voll, vollgestellt. Mach doch da mal Platz, Hagen. Immer meine Aufgabe, weißt So, hier, da ist nämlich ein Comic noch am Anfang mit drin. du. Ja, genau das. Das wollte ich nämlich genau zeigen, dass da eine drin ist. So, jetzt haben wir mehr Platz. Warte, Ah. ach, das Amiga-Handbuch. Hier, tu das Handbuch weg, Ja, ist lese ja gut. Comic. Ja, Entschuldigung. Comic. Also der ist ein bisschen Eine. Tumba Hilly-Billy und arbeitet mit seinem Stock zusammen sich vorwärts. Das ist der Inhalt des Comics. Ich kann den sonst nicht beschreiben hier. Genau. Unser etwas dösiger Held und sein Freund, ein intelligenter außerirdischer Stock, sind zu einem merkwürdigen Planeten Bruch gelandet, auf einem merkwürdigen Planeten Bruch gelandet, nachdem sie von einem Alien-Raumschiff gefangen genommen wurden. Um wieder zur Erde zurückzugelangen, muss Bubba seinen Stock einsetzen. Mit seiner Hilfe kann er Rätsel lösen, Gegner besiegen und seinem Kidnapper, der ihn auf verzwickte Weise in diesem Labyrinth gefangen halten will, einen Strich durch die Rechnung machen. Ich will hier keine versauten Anspielungen von wegen der intelligente Stick und er muss damit Rätsel lösen. No, hier sind noch andere Spiele, Heimdall. Amiga-Spiele, Heimdall 2, Darkmere, Universe, ein paar davon habe ich auf jeden Fall. Was ich dir zeigen wollte, war das Bild der Entwickler, was ich Ah, ziemlich cool do finde. not feed. Ja, Ja. völlig ein gewisser Selbstironie, das mag ich ja. Sowas, mit sowas kriegst du mich ja. So. Genau, bastel das doch mal zusammen, dann nehme ich schon mal das nächste hier. Da haben wir nämlich Red Baron, der rote Baron. Haben wir in einem der Ja. Historyline-Videos, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Ja. Flugsimulation, Erster Weltkrieg hier in der Kix XL-Variante, unglaublich In realistische der Flugsim Keks? Was? Kix, hier die Ach Budget-Variante so. Kix XL. Die Entschuldigung. ganze Spannung des Kampfluges in seinen Anfangstagen während des Ersten Weltkriegs wieder.
visuelles Erlebnis ohnegleichen. Von Dynamics im Sierra-Vertrieb. Ja. Ich finde das Design einfach klasse. Haben sie schon gut gemacht. Also da sieht man halt den Unterschied. Die hatten Geld, die haben dann einen echten Grafiker daran gesetzt und das gemacht. Nicht so, lass mal was zusammenbuzzeln. Also das, wie gesagt, haben wir schon mal. Guck die History-Line-Folge, da haben wir das alles gezeigt. Hier ist Verdun. Hier sind noch Disketten. Ja, ja, Verdun, da habe ich eine ganz schlechte Erinnerung. Ja, ganz übel, ganz übel. So. Dann haben wir hier noch Top Shots Battlehawks 1942. Das ist von Lucasfilm Games, glaube ich. Published by Soft Gold. Ist jetzt auch die Top Shots, also die, günstigere Variante. Hier da, LucasArts. Mir sagt es nichts, das ist ein Flugzeug. Der Vorgänger von The Finest Hour. Ah, was das der Vorgänger ist von Secret Weapons of the Luftwaffe. Genau. Zwei der Ketten auch schön eingepackt. Zweiter Weltkrieg, guck doch mal da. Was ist denn? Hier links sind die Mülltüten. So. Codeschutzabfrage für Battlehawks 1942 für den Amiga. Ach guck, da musstest du dann sagen, hier, das ist für ein. Okay. So, da hier haben wir die Originaldisketten und noch Sicherheitskopien und die Safe Disk. Okay. Also ich heb ja Originaltüten auf, aber das ist ja eindeutig keine Originaltüte. Das ist eine Frischhaltetüte von irgendwas. Nein! Fast. Also. Jawohl, hier, guck mal. Da ist sogar beschrieben, was ich ja immer das Problem habe, was ist Gieren, was ist, wie heißt das andere? Rollen. Rollen, genau. Guck, und hier wird es genau erklärt. Nach rechts und dann zurückziehen. Ja. Ja. Sehr gut. Das wird nichts. Zu viele Handbücher. Wenn ich das jetzt lese, dann kommen wir jetzt nicht mehr hier. Das ist, ich finde, So, wir machen mal mit einem weiteren Spiel von Psygnosis weiter, und zwar Barbarian. Und es ist nicht das Barbarian von. Also es gab noch ein anderes Barbarian, das, wo man so Arena-Kämpfe hat. Das ist jetzt so ein Jump'n'Run. Ja, Dennis wusste gleich, was ich meine. Ich dachte, ihr wäre jetzt rüber. Nicht mit dem, genau. Ja, es ist nicht das Rüber-Ab-Ding. Can you become Hagar, the famous dragon-slaying, monster-mangling barbarian? Are you the warrior who can enter the fearful realm of the underground world of Durgan, a world terrorized by the evil Necron? Can you handle the adventure, the frenzied attacks, the hidden traps, the gruesome death-dealing monsters? Und jetzt ist die Antwort, nee. No! Also jedenfalls ein Frühwerk von 1987, dafür sieht es schon relativ gut aus. Mhm, finde ich nämlich auch, ja. Ja, ich habe es nicht gespielt. Auf jeden Fall müssen wir mal gespannt. Es hat einen Huni gekostet auf jeden Fall damals. Und dieses Preisschildchen noch drauf. Mhm. Eine Diskette und die ist denn, das ist irgendwie um Disketten reinzustecken hier oder sowas. Das lassen wir mal. Handbuch, also es, eins muss man ja sagen, Psygnosis war eben stiltreu. Ja. Das war oft, sahen auch die Handbücher so aus und ja, cool. Hat so mit ein bisschen Vorgeschichte, Corporate Design. Ja, und die Cover sind ja immer von einem Cover-Künstler gemacht, der auch Musikalben gemacht hat. Ah, aber der ist echt freakig hier. Ja. Gut. Ja, gut. Ich pack zusammen, du packst aus. So, was haben wir dann hier? Hannibal Ante Portas. Also, ja, genau, da steht's. Hannibal Ante Portas. Also, das ist Hannibal, der mit den Elefanten. Ja, und den Alpen. Genau, der mit den Alpen. Der mit den Alpen, der Karthager. Dieser Ruf zeichnete, also Hannibal Ante Portas, Hannibal steht vor den Toren. Dieser Ruf zeichnete den Weg eines der größten Feldherren des Altertums aus, der fast zum Untergang des Römischen Reiches führte. Schlüpfen Sie in die Rolle Hannibals, führen Sie Ihre Armeen erfolgreich über die Alpen und in die verschiedenen Schlachten. Versuchen Sie durch geschicktes Handeln, Verbündete zu finden, vergrößern Sie die wirtschaftliche Macht Ihres Imperiums, indem Sie Ihre Handelsstützpunkte ausbauen. Zeigen Sie die gleiche Genialität wie Hannibal oder seien Sie sogar besser. Und führen Sie Karthago zum Sieg.
Wenn du überlegst, das war eine Stadt. Oder eigentlich war es nur eine Stadt. Da ist eine Stadt gegen eine andere Stadt und die haben Armeen ausgehoben. Ich kann mich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwie, oder? Wenn du hingehst und sagst, Mainz gegen Wiesbaden. Das ist ja normal. Aber Mainz, vom Abstand her war das, Mainz greift Hamburg an. So vom Abstand her würde ich sagen, so grob. Und dann war so, ja, ich reite aber jetzt nicht darüber und klopp die platt, sondern ich nehme mal mein Heer mit, keine Ahnung, 10.000 Mann. Und Elefanten. Und Elefanten und zieh mal über irgendein Gebirge. Und geh außenrum. Und geh mal außenrum. Greif sie von der Küste aus an. Ja. Denkt immer dran, ceterum censeo Carthaginem esse de lendam, wie schon Cato der Ältere sagte. Ja, und ich weiß, dass es nicht heißt, Karthago muss fallen, weil du mir schon erklärt hast, dass es das nicht Übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Denkt und das Salz nicht vergessen. Ja, ich weiß, das hat er immer gesagt. Ja, kann ja sein. Ich höre dir ja zu, Dennis. Ich komplett kann in Deutsch, ich ein MB. Genau, komplett hier in Deutsch. Ist ein Handbuch. 20 Zeilen auf Diskette. Da ist ein bisschen Latrinisch hier rausgeballert. Hei. Was haben wir denn hier? Diskette D. Es sind D-Disketten. Also 4. Doppel-D oder nur Starbyte. D? Nee, nur einfach D, leider. Wir haben auch schon lange nicht mehr Bing gespielt. Kampfformationen. Guck mal, es gibt Leichtinfanterie, schwere Infanterie und Elefanten. Also jedenfalls ist es ist ein Strategiespiel, oder was? Ich hab's noch nicht so richtig. Also irgendein. Es ist mehr so eine Wirtschaftssimulation, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht so wie Historyline. Also wenn ich mir das angucke. Es ist mehr so, es ist weniger, dass du die Kämpfe spielst, als mehr, dass du deine Heere managen musst. So klar, hätte ich das jetzt verstanden. Dennis, ich kenn's nicht. Ich kenn's auch nicht. Dann kennen wir es beide nicht, glaube ich. Interessant jedenfalls. Ja. So. Was haben wir noch? Die Schachtel ist noch halb voll. Also wenn ihr aufs Klo muss, dann jetzt Pause und nochmal Ding. Jetzt sind wir bei Halbzeit hier. Genau, ein bisschen mehr über Halbzeit haben wir. Elfmania ist ein Prügelspiel. Ja. Für alle Amigas mit mindestens 1 MB. Hat sehr schöne Grafik und ist einfach ein Prügelspiel, sowas wie Street Fighter und sowas. Mit Elfen. Also so ein bisschen Cartoon-mäßig. Wer will keine Elfen verprügeln? Entschuldige mal. Na, und so, ich meine, Augenklappe und so, ja. Ja. Augenklappe, Ja. Hat auch zwei. Doppeldisketten. Hat auch zwei DD-Disketten. OMG. Ja, Special Moves Game, da gibt's sowas. Maps Game. Ja, also die Screenshots sind jedenfalls irgendwie relativ klein. Aber ich erinnere mich, der Jan hat sich das mal gekauft. Bei dem habe ich das mal gespielt. Und also auf jeden Fall grafisch und spielerisch ganz nett. Jetzt nicht das All-Time-Highlight, aber glaube ich ein sehr gutes Kampfspiel. Mal Staubwischen hier, oder? Naja, das hat schon ein bisschen mehr als Staub. Das wurde mal feucht, würde ich sagen. Musst du mal dann wird es immer. Wir haben schon den nächsten Stapel aufmachen. Hier ist noch was. Wir hatten ja die Space Quest 2 Diskette. Ja. Und das ist jetzt irgendwie Space Quest 2. Der Roman, Handbuch. Katalog, Handbuch, irgendwas. Comic und Handbuch. Ja, fehlt nur die Schachtel. Wir arbeiten daran, Dennis. Also vielleicht kommt die noch irgendwo. Jedenfalls haben wir schon mal da. Roger so, Wilco. Dann wurde schon, es wurde gewünscht, Hagen, dass wir mal, nachdem wir ja Xenon gemacht haben, also mit dem Jan wurde gewünscht, wir mögen doch auch mal Chaos Engine machen. Na. Da haben wir es auf jeden Fall. Ja. Und wir haben vor 6 Jahren... haben wir es schon mal zu zweit einfach mal so angezockt und das ist irgendwie nichts geworden und dann haben wir es nie aufgenommen. Aber ja, aber richtig geil. Ich habe es auch in meiner Steam-Bibliothek als PC-Spiel, muss man dazu sagen, und da auch schon gedaddelt. The Chaos Engine. Ein geiles Spiel. Ein Steampunk-Spiel, wo man so aus schräg ISO-3D läuft und Sachen abschießt und muss Münzen sammeln und kann seine Charaktere aufrüsten mit Waffen und man muss die Chaos-Maschine platt machen und ich wollte schon sagen, ich habe es schon, das ist die 1200er Version, die habe ich nicht. Siehst du mal. Also, gucken wir nochmal. Das haben wir beim letzten Wordle-Abend
zusammengespielt. Der Lukas und ich haben da. Ich kann. Okay. Also der Lukas, man muss dazu wissen, ist ein, zwei Jährchen jünger. Ja, ist es. Und das und ist nicht so ganz seine. Das ist nicht seine Epoche, um ja. nicht zu sagen, da war er, wenn überhaupt, noch in Windeln unterwegs. Und insofern guckt er die Spiele immer an und bewertet die aufgrund des äußeren Anscheins, um nicht zu sagen, er sagt sowas wie, die Grafik geht ja gar nicht. Bei Chaos Engine war es so, dass er zumindest gesagt hat, das ist überlebbar. Es sieht ganz nett aus. Banause hier. Er ist halt, also... Naja, wir hatten aber auch, wir haben Agony gespielt, was auch grafisch dann leider Agony wird. Nee, wie hieß es? Wie hieß nee, das? Agony nee, wie hieß gut. das nicht Agony? Wie hieß das mit dieser Wespe? Apydia. Apydia. Was theoretisch ganz nett ist, aber es flimmert halt wie Sau und überall bewegt sich was. Also es ist schon echt übel. Ja. Also man braucht schon ein bisschen Fable für sowas, ja. Man muss Retro mögen. Übrigens grüße ich hier die geneigten Zuschauer. So. So, Handbuch, aufrüsten. Ja, gut, du willst jetzt mir nicht das Chaos Engine Handbuch vor die Nase halten. Also nee. Das finde ich jetzt schon fast beleidigend. Wenn da du haben sowas wir hier noch Chessmaster 3000. Lesen. Ja, ja, ja. Alfred Chicken für ein Gameboy. Was soll das denn? Zieh hier? Durch. Chaos Engine ist ein geiles Spiel. Ich Machen will wir noch das spielen. Mal. Wenn ihr das auch wollt, dann kriegen wir das hin. Und da brauchen wir jetzt nicht gucken. Es fehlen allerdings die in der 500er Version sind noch so Karten drin. Die mit den Charakteren. Hast, ja. Genau, die sind, aber der Sven hatte das, glaube ich, erzählt, dass die Warners auch nicht dabei sind. Also die sind bei späteren, haben sie die offensichtlich weggelassen. Bei späteren Versionen. Ah, Merchandise. Pff. Kann man nochmal, muss man nochmal separat. Vorhin hatten wir es mit Monkey Island 2. Das ist jetzt die Kicks-Variante von Monkey Island 1. Also das werden wir uns eins früher angucken als Monkey Island 2. Du hast es jetzt zugebaut, lass es hier. Ich hätte es jetzt rausgezogen. Und es ist offensichtlich die englische Version. Guybrush Threepwood's travels have led him to Melee Island in a quest to fulfill his life's ambition to become a fierce, swashbuckling, bloodthirsty pirate. Für den geneigten Zuschauer, der es nicht kennt, wo ihr eigentlich nicht dazu gehört, auch ein Adventure. Kultig aufgrund der super geilen Charaktere und der durchgeknallten Story und den richtig entspannten Beleidigungen. Genau, no, Beleidigungsfechten, absolut großartig. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Das verstand schon 50 Mal mit einem Hobbit, das klappt nie. Das klappt nie. Wie war das mit, du bist ein dummes Huhn? Was war da? Das wie war passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ah, ich war aber so ein Funzelchen war ich davor. Ich habe nur einmal einen Feigling wie dich getroffen. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. Wir kennen uns jetzt gefühlt seit... Na, der Dennis kann ist sich nicht so das alt. Nicht. Es ist 35 Jahre. Während der Michael, der Dennis, muss die ersten zwei Buchstaben von so einem Satz sagen und der Michi haut sie raus, ist es bei mir, ich gucke immer wieder erneut verzweifelt. Lächeln und winken. Also und jedenfalls winken. Gäbe es ein Spiel zu Fluch der Karibik, dann wäre es The Secret of Monkey Island. Ja. Eines der besten Adventures aller Zeiten von Ron Gilbert. Ja. Und basiert... ist unter anderem inspiriert vom Pirates of the Caribbean Ride aus dem Disneyland, aber natürlich auch noch mit eigenen Sachen und so. Das Code Wheel ist gar nicht dabei. Aber es könnte sein, dass die Kicks-Version gar keinen Kopierschutz hat. Es gab Versionen, wo der Kopierschutz gar nicht mehr drin war. Ja, gut. Ansonsten notfalls so ein Code Wheel habe ich noch irgendwo. Ab irgendeinem Zeitpunkt ist auch so ein Kopierschutz nicht mehr sinnvoll. Ich meine, wenn du dann ein Spiel hast für 10 D-Mark, So, jetzt kommt nochmal ein Adventure, nicht von LucasArts. Erben der Erde, die große Suche auf CD-ROM. Ist aber genau im LucasArts-Stil. Mhm. Es geht darum, die Menschheit ist bereits Geschichte und die Erde gehört ganz den Tieren. Mhm. Ich erinnere mich noch an, das ist ja die komplett, die CD-Version ist mit Komplett-Sprachausgabe. Mhm. Auch in der Diskettenversion gab es im Intro sehr schön epische Sprache. Um uns sind der Himmel, das Land und die Seen. Und wir fragen uns, und den Rest des Textes habe ich vergessen. Also ich weiß, dass ich die Version, die in deinem Besitz war, mal angespielt hatte und überfordert war, mir war es zu freakig. Deshalb mit sprechenden Tieren. Ja, man muss es mögen. Also da, unabhängig und wir fragen uns, sind wir die Einzigen? Lange vor unserer Zeit herrschten die Menschen über die Erde.
Sie taten wundersame Dinge und versetzten ganze Berge. Mir fällt wieder auf, wieso Sie ich beherrschten das Geheimnis des Fluges, das Geheimnis der Fröhlichkeit und andere Geheimnisse, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Ja. Der Stamm der Katzen. Da gab es verschiedene Tierstämme und so weiter und man muss ein Geheimnis. Und es sollte eigentlich der erste Teil sein, quasi, also eine abgeschlossene Geschichte. Aber irgendwie ist da nie eine Fortsetzung erschienen. Vor ein paar Jahren war noch mal im Gespräch, ob es vielleicht irgendwie noch mal eine Fortsetzung gibt, aber ist dann leider nicht dazu gekommen bisher. Also mir hat es Spaß gemacht. Ist halt so LucasArts Point-and-Click-mäßig, mit zwischendurch ein bisschen ISO-3D-Sequenzen und so noch. Und sehr schönen Dialogen, also ein schönes klassisches Adventure. Wie gesagt, meins war es nur nicht, weil es einfach, es war mir mit diesen sprechenden Tieren, das war einfach nicht meins. Bisschen flickig. So. Ja, man muss es einfach mögen. Das hat aber nichts mit Spiel an sich zu tun. Also Spiel ist ein gutes Spiel, aber du musst natürlich ein tierisches auch sowas in die Story reinkommen. Und wenn ich nicht in die Story reinkomme, ihr wisst ja, ich bin so storylastig, dann wird es nichts. So, dann machen wir nochmal ein Spiel von Psygnosis. Brian the Lion, eines der späteren Psygnosis-Spiele. Starring in Rumble in the Jungle. The lion sleeps tonight. If you can't stand the heat, stay out of the jungle. Das Bild geil. Oder auf Deutsch, im Dschungel ist die Hölle los. Das wildeste Blatt vom Abenteuer aller Zeiten kommt auf den Amiga. Es ist für die alten Herren geschrieben. Es ist Schriftgröße 4. So. Vielleicht auch 3, man sieht es nicht genau. Das ist so ein Taubendreck-Größe-Dings. Was ist denn hier? Brian the Lion hier? Das fragt doch mal aus hier. Was ist denn hier los? Also es ist jedenfalls ein Jump'n'Run. Aha. Guck mal hier. In the interest of conservation, this inner carton is produced from recycled biodegradable material. Es löst sich selbst auf, ja. Genau. Hat, wie gesagt, ein Jump'n'Run mit 1, 2, 3 Disketten und nochmal eine Sicherheitskopie von der ersten. Die fühlen sich an, als wären sie auch mal feucht gewesen. Aber es ist kein Pilz auf der Scheibe. Ja, das hat hier auch so ein bisschen... Es fühlt sich ein bisschen klamm an oder so jedenfalls. Ja, mein Sitznachbar fühlt sich klamm an. Kommentare bitte hier unten. Nein, so, jetzt hier, guck mal hier. Da hat immer noch was draufgezeichnet. Die Passwörter. War das, ist das drauf gedruckt? Das gehört dazu, würde ich sagen. Jetzt. Das ist ja The Lion, The Brian. Ja. Aber die Passwörter finde ich cool. Interessant. Jetzt. Ja, sonst ist leider nichts da schön zu lesen. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja, und es hat auch so einen gewissen Kratzen im Hals. Ja, dann machen wir mal wieder zu, müssen wir mal auslüften. Jedenfalls, ich habe es nicht gespielt, aber so wie es aussieht und was ich im Kopf habe, mal gehört und gelesen zu haben, ein ganz nettes Jump'n'Run von 1994. Ja. Schöne weitere Ergänzung für die Psygnosis. Genau. Das wäre ein Plattformer. Also ein Jump'n'Run. Ja, ist ja gut, ist ein Plattformer. Ja, ich kann auch mal ein Fachwort reinballern. So, apropos reinballern, Battle Isle. Ach, Battle Isle. Battle Isle 1. Ja. Ihr kennt ja, dass wir spielen ja immer so ein Spiel, was mit der Battle Isle Engine ist. Battle Isle, eines der ersten... Aber nur kurz. Gut, ja genau, so mal kurz angespielt. Der ersten schön bedienbaren... jetzt erzähl du was. Hagen. Ich hab's geschafft. Und ich hab's bitte geschafft. La 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 la. Nein, also ein sehr gutes Strategiespiel auf Hexkarten, also sprich Achteck. Man kann Einheiten hin und her schicken, einfache Grafik, aber aufgrund dieser Hex-Designs mit auch Seen und Bergen drauf, die dann nicht überfliegbar sind oder überfahrbar. Ein sehr geiles Strategiespiel, genau. Sehr einfach gemacht. Rundenbasiert. Rundenbasiert, macht richtig Bock und es macht Spaß rauszutüfteln. Es macht eine zusätzliche Karten. Welche Möglichkeiten man hat, um möglichst wenige Einheiten zu verlieren. Genau, mit Joystick-Steuerung, das war damals bahnbrechend, sonst war das irgendwie Tastaturgemähre. Da sind die Codes. Und...
Das ist die Hintergrundgeschichte. Ja, da steht überhaupt nichts drin, außer Story. Ja, yeah, das ist die Story. Genau. Sorry, wir machen Story, bitte. Hier ist die ausführliche Erklärung und da ist das Einheitenbuch. Ah, das Einheitenbuch. Hier, Luftwaffe, Marine. Da, die, da, ja, da. Oh, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr. Ja, man darf, ich habe das in einer der Folgen von Historyline, sucht bitte raus welche, erzählt. Ich habe, nachdem wir da angedaddelt hatten mal Ding, hatte ich so einen Bock auf dieses alte Spiel und habe mir das bei Good Old Games für einen Knopf und eine Klicker, wie man bei uns sagt, gekauft. Und tatsächlich, es ist immer noch geil. Man muss sich halt dran gewöhnen, dass die Einheiten halt, man sieht es jetzt, glaube ich, auf dem Bild nicht, halt so aussehen. Ja, ja, also, sagen wir nur mal, etwas rudimentärer. Ein rudimentäres Icon, muss man eigentlich sagen. Aber so geil, dass du dann da vor dich hinstellst und sagst, okay, das ist ein Flakgeschütz, wenn du das da machst, ja, das schießt auch ein bisschen Publi auf sonst welche, aber wie viel Abstand hast du für die Artillerie, was ihr ja schon kennt, und so weiter. Also richtig geil, richtig, ach, herrlich. Ich habe mir gerade überlegt, diese Kartendiskette, Amiga 91, das war eine Messe in Köln. Da, bevor es die Computer gab es die Amiga 91. Das heißt, das muss eine Diskette sein, die damals auf der Messe verteilt wurde mit Zusatzkarten. Cool. Müssen wir mal gucken, ob man da mal ein Backup von machen sollte. Coole Sache. Also auf jeden Fall ein sehr großartiges Spiel. Ja. Und auch der Vorgänger von letztes Spiel aus der Kiste, Historyline. Chaka. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Historyline im Ersten Weltkrieg, das ganze Battle Isle ist so ein Science-Fiction-Szenario. Ja. Und das ist der erste Teil der Historyline-Reihe 1914 bis 1918. Und auch der letzte. Dazu nur ein kurzer Tipp, also wir können euch natürlich ganz viel darüber erzählen, aber es gibt da so ein paar Jungs, die das echt gut machen, googelt einfach nach Historyline und dann Amiga, dann kriegt ihr alle die richtig geilen Feature rausgekaut, ganz ehrlich. Das ist jetzt riskant, Hagen, ob das... Wir haben gestern erst durch Zufall einfach gegoogelt. Ich sage, es ist riskant, ob das bei anderen auch so ist. Ach so, wegen dem Google-Algorithmus. Nein, ja, das gab schon. Also, jedenfalls ist schon, was ich meine. Wir haben bisher, wir haben das schon ein oder andere Mal gespielt. Wir sind jetzt bei irgendwie 150 Folgen oder sowas in der Richtung. Ach, da 10 mehr oder weniger. Pff. So in wenigen Jahren werden wir das durchhaben. Oh, jetzt haust du noch mal raus. Oh. Genau. Und um die Spannung zu steigern, packe ich es jetzt nicht aus, denn da zeigen wir alles in unserer kleinen Historyline-Reihe. Genau, ein bisschen Spannung muss ja auch noch bleiben. So, damit, Hagen, ist die Schachtel haben wir die Kiste leer. Du willst jetzt aber nicht, dass ich die drei riesigen Stapel da hochhalte. Ich glaube, wir halten einfach weiter. Ein weiter Battle Isle und Historyline. Auf jeden Fall waren schöne Sachen drin. Ja. Jump'n'Runs, ein paar Sachen, die ich auch schon hatte und ein paar Sachen, die ich noch nicht hatte. So ist es halt, wenn man komplette Sammlungen kauft, da sind auch mal Duplikate drin dabei oder so. Adventure, war aber gute Qualität, genau, eigentlich, kann man sagen. Gute Adventures, die meisten Schachteln in sehr guter Qualität und so, kann man sich nicht beschweren. Und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem Gestöber in unseren Denkkisten. Denkkisten, in den Denkkisten. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra.